Hallo Freunde der Sonne, mein Name ist Sibaldo und herzlich willkommen zurück zu Ad Infinitum. Wir sind hier in einer, ich habe keine Ahnung, was das für eine Welt ist, in irgendeiner Traumwelt oder in einer Vision, die wir haben. Und wir stehen hier vor der Kirche, und ich glaube, wir haben von dieser Kirche gelesen. Da ist irgendwas passiert drin, irgendwas mit einer Granate, das ist eine schöne Story. Wir schauen uns natürlich, bevor wir da hingehen, ein bisschen draußen um. Lautes Geräusch. Ja, das höre ich. Aber was ist das? Kann man da durch? Nee. Da kann ich nicht durch. Und hier noch was ich finden könnte. Was ist das denn hier für ein Lappen? Nichts. Oh, hier kann ich rein. Ja, weißt du was? Dann gehen wir doch mal hier rein. Was ist das hier? Ein kleines Café? Ein kleines Restaurant? Was vollkommen zerstört ist. Okay, hier kann man sich ein paar Sachen ansehen, aber nicht anklicken. So, die Lampe kann ich nicht mitnehmen. So, da hinten, da ist schon was am Aufleuchten. Aber was ist das hier? Mit was für einem Tand Zivilisten ihre Zeit vertun. Ein Unsinn. Ja, mit den Vögeln hier. Ja, das stimmt. Könnte ich jetzt ehrlich gesagt selber auch nichts mit anfangen. Aber gut. Jedem das Seine und so, ne? Deswegen, das ist ja das Schöne am Leben. Jeder darf seins selber bestimmen. Ich habe jetzt aber keine Axt, ne? Oh, ich habe eine. Was, wo habe ich die her? Moment, wo habe ich die? Eine Spitzhacke habe ich. Natürlich. Finde einen Weg auf die andere Seite der Kirche. Ist das der Weg zur Kirche? Nein, das sieht nicht danach aus. Aber hier gibt es wahrscheinlich Unterlagen, die wir uns ansehen können. Die Notiz des Pfarrers. Auf Französisch. Alles liegt in Trümmern. Was scheint, als hätte sich eine schreckliche, unaufhaltsame Kreatur den Weg durch unser Dorf gebahnt. Was? Eine Kreatur? Die Überlebenden werden in unserer Kirche Zuflucht suchen. Ich werde mein Bestes tun, um sie zu beschützen. Gott, steh uns bei. Der gute französische Pfarrer also, ja? Okay. So, und was haben wir hier noch so? In der Kiste? Ein bisschen Proviant. Aber ich kann damit denn nicht interagieren. Das geht nicht. Schade. Wir sind wegen dieser Notiz immer jetzt hier hingekommen. Eine Kreatur treibt also sein Unwesen hier. Oder meint er einfach nur den Krieg? Boah, Junge, diese Geräusche hier sind einfach so laut. Ja, ist klar. Ich komme da ganz leicht dran und dann hört sich das an, als hätte ich da 10.000 Dosen umgeschmissen. Okay, gut. Ja, schön. Haben wir gut gefunden. Ein kleines Sekret, ein kleines Secret. Aber so wirklich Secret war das jetzt nicht. Ist das unser Ball? Nur ein Kinderspielzeug. Nur ein Kinderspielzeug? Das ist unser Ball, Mann. Okay, ich gehe mal gerade hier auf die Seite, weil da ist auch ein kleines Feuerchen. Sag mal, Moment, wir sind doch von hier gekommen, oder? Oder? Ja, ja, von da sind wir gekommen. Das heißt, hier können wir auch noch lang. Das ist aber nicht sehr sicher hier alles. Komme ich hier durch? Kann ich hier irgendwas zerdeppern? Was ist das eigentlich für eine riesige Fliege? So, hier kann ich auch nochmal zerstören. Unsere Zerstörungswut freien Lauf lassen. Hier waren wir aber auch noch nicht, ne? Ich versuche nicht durch diese Dinger zu laufen, weil die sind echt super laut. Und mit super laut meine ich extrem laut. Okay, was haben wir denn hier? Kann man hier irgendwas finden, oder? Ja, okay.
Warum bin ich hier? Warum gehe ich nicht zu dieser Kirche? Bloß nicht runterfallen. Ja, wir sind Soldat, wir können sowas. Da hinten ist irgendeine Lampe. Was war das denn? Wie laut willst du es haben? Ad infinitum. Ja, Mann, laut. Lauter als laut. Wo zum Henker bin ich hier? Und was ist das für ein Geräusch? Ja, okay, hier kommen wir wieder hoch. Ich sollte einfach nur zur Kirche gehen, Mann. Kirche. Ich sag mal Kirche. Deswegen versuche ich darauf zu achten, Kirche zu sagen. Okay, was ist das für ein Geräusch eigentlich? Das hört sich an, als ob da irgendein Vieh am Futtern ist. Oder? Hört sich auf jeden Fall danach an. Hier komme ich nur dran vorbei, wenn ich... Scheiße. Kann ich die Dinger nicht abmachen? Komm schon, mach die doch ab. Das sah aus wie Gollum. Ganz ehrlich. Original Gollum. Mein Schatz. So, was hast du hier gefuttert, Gollum? Der Geruch des verrotteten Fleisches ist unerträglich. Ich riech's bis hier. Das ist echt nicht schön. Okay, aber warum habe ich das hier gesehen? Was ist dieses Vieh? Ist das diese Kreatur aus der Notiz des Pfarrers? Wahrscheinlich, ne? Ich meine, was soll es sonst sein? Hier können wir uns durchschlagen, aber oh, hier ist noch ein kleiner Zettel. Noch eine Notiz des Pfarrers. Was? Alles liegt in Trümmern. Das ist genau derselbe Text? Warum? Damit man ja nicht dran vorbeiläuft. Sag mal, wo kommen wir hier hin? Ich wollte überhaupt nicht hier hin, Mann. Ich muss sehr vorsichtig agieren, denn ich will dieses Vieh nicht aufscheuchen. Und das wird uns safe fressen. Okay, da können wir rein, aber ich guck erstmal, was es hier so gibt. Hallo? Alter, die Geräuschkulisse ist auf jeden Fall extrem. Das hört sich an, als ob dieses Vieh direkt neben mir wäre. Und wahrscheinlich ist das auch. Okay, wir gehen die Wand zertrümmern. Hier ist nichts, ne? Bam! Komm her, ich habe eine Spitzhacke. Du Dreckskerl, was auch immer du bist. Okay. Ich muss eigentlich wieder zurück, Mann. Ich habe mir nicht alles angesehen. Junge, was sind das hier für morsche Bretter? Hallo? Hallo? Wirf die Spitzhacke. Wirf sie. Okay. Okay, das sieht alles sehr einladend aus. Ich werde nicht gegen diese Dinger laufen. Ich glaube, das ist nicht gut. Ich glaube, das ist wirklich nicht gut. Wir gehen einfach dran vorbei. Hey, wir müssen nicht interagieren mit dem Ding.
mit Gollum. Gibt es mehrere von dem oder ist das einer? Boah, es ist heiß. Komme ich hier runter? Nein. Na dann. Aufwärts. Bleib ruhig. Die Kreatur Hunger ist sehr geräuschempfindlich. In manchen Situationen kann es jedoch vorteilhaft sein. Diese Kreatur, was? Ich konnte es nicht lesen. Scheiße. Diese Kreatur Hunger? Heißt der so, oder? Okay. So, da ist die Kreatur. Da sind mehrere. Oh mein Gott, das sind drei von diesen Viechern. Ich werde sowas von vorsichtig hier durch. Ich will niemanden aufscheuchen. Müssen wir kriechen oder geht das auch so? Wir sollten hockend hier rumlaufen. Es war nur ein Test, Mann. Es war nur ein Test. Ihr habt nichts gehört. Beruhigt euch mal. Willst du mich verarschen? Was ist denn hier los? Oh. Oh, geh weg, geh weg, geh weg. Das hat er auch gehört. Stirb, stirb, stirb. Scheiße. Ja, und nu? Drücke ich es, um aufzuwachen. Was, wie bitte? Ach so. Ah, wir sind jetzt hier. Oh, krass. Ja, okay, wir müssen vorsichtiger sein. Um einiges vorsichtiger. Diese Kreatur... vorne diese Kreatur durch Geräusche abzulenken. Ja, ich verstehe. Ja, gut, das macht Sinn. Geräusche ablenken, also, ja. Wie wäre es, wenn ich hier... einfach mal... Oh mein Gott, jetzt... Was war das denn? Ich bin nur am Testen gerade, ja? Ich habe nie gesagt, dass das ein Zero-Death-Run wird. Ich dachte, wenn ich hier ein bisschen Radau mache, dann laufen die wieder hier so blind durch die Gegend. Nein, diesmal rennen die los wie die Wildgewordenen. Alter. Die Kreatur Hunger. Die heißen Hunger? Oh, ein komischer Name. Okay. Ich meine, ja. Von mir aus. Es ist sehr neblig. Es ist super neblig. Okay, aber reicht das auch schon? Durch Pfützen laufen? Wohl nicht. Okay, Pfützen laufen ist nicht. Gut, weiß Bescheid. Hey, Junge. Wie die einfach losgerannt sind, ne? Unglaublich. Ganz ehrlich, Mann. Warum musst du diese Spitzhacke da benutzen? Du kannst doch nicht da durchzwängen. Das ist doch krank. Wenn ich wenigstens hier Steine werfen könnte, das würde viel mehr Sinn machen. Okay, du kannst doch da drunter herkriechen, Mann. Willst du mich eigentlich flachsen? Okay, weißt du was? Ich probiere es jetzt.
Hier mit dem Ding. Hunger. Kommen die da durch? Ich bin nur am Testen, ne? Die sind also zu blöd, um da durchzukommen. Okay, verstehe. Alter Norweger, was ist denn... Du willst nicht wissen, was darunter ist. Naja, doch, eigentlich schon. Ich will schon wissen, was da drunter ist. Deswegen klinge ich ja drauf. Warum weiß er denn, was da drunter ist? Ich meine, ja, offensichtlich ist da eine Leiche drunter, aber... Vielleicht hat er einen Hinweis oder einen... Keine Ahnung, einen Schlüssel bei sich, der uns weiterhilft. Okay, die sind da wieder am Fressen. Das ist echt... Okay, man muss also aufpassen. Ich habe verstanden. Also wird es hier doch etwas tricky, wenn ich durch dieses Spiel mich hangeln möchte. Aber ganz ehrlich, wir sind nicht mal zu dem Kircheneingang gegangen. Hätte ich mir das mal angeguckt vorher, bevor wir hier lang gehen. Ich dachte, das ist hier so eine Nebenecke. Scheiße. Ich hoffe, wir kommen nochmal dahin zurück. Weil da gibt es ja ein paar Sachen, die ich mir angucken müsste. So, da hinten geht's zu irgendeinem... Was auch immer das Ding da hinten ist. Okay, hier können wir laufen. Hier sind ja keine Viecher. Die hört man ja immer sehr gut, ne? Junge, einfach mal zweimal gestorben in diesem Game. Ich wusste nicht, dass man sterben kann. Offensichtlich kann man das. Oh. Ja, hallo. Mein guter alter Freund. Wie gewonnen, so zerronnen. Heißt das nicht so? Scheiße. Was ist das denn für ein Kack? Da freue ich mich, dass wir eine Waffe finden. Ich wollte schon zurückgehen. Und die alle abmurksen. Mann. Das ist doch Kacke. Was ist denn? Sirene. Okay, Moment. Ich hatte recht. Oh Gott. Es waren Zivilisten in der Kirche. Ich habe unserem frisch gebackenen Leutnant melden wollen, was ich gesehen habe. Aber er wollte es nicht hören. Hat gelacht. Sagte, ich soll nicht heulen vor versammelter Mannschaft und dass die Heeresleitung weiß, was sie tut. Ja, offensichtlich. Dabei habe ich ihn gewarnt. Ich erkenne ihn nicht wieder. Was haben Sie aus ihm gemacht? Ich werde versuchen, mit dem Kompaniearzt zu reden. Vielleicht gibt es Überlebende. Ja, das... die Kirche 2, Notiz. Die Kirche 1 hat uns verraten, dass es einen Granatenangriff gab auf die Kirche, wo nur Frauen... Glaube ich. Was? Was? Frauen, die geschrien haben? Nicht schön. Absolut nicht schön. Warum sollte ich diese Sirene benutzen? Jetzt mal ernsthaft. Warum sollte ich das tun? Um die Sirene aufzukurbeln, lasse R2 los, um die Sirene zu starten. Das Geräusch kann Feinde anlocken. Ja, ach was? Warum sollte ich das tun wollen? Das ergibt keinen Sinn. Ich gucke erstmal, was wir hier machen können. Ja, ich sieht aus wie eine Sackgasse. Ist aber keine. Da geht's weiter. Ja, okay, ich will's wissen. Ich will wissen, was die Sirene macht. Wir werden wahrscheinlich sterben. Okay,
Wir haben wohl keine Feinde in der Nähe. Das ist gut. Und gut zu wissen, vor allen Dingen. Wahrscheinlich sollte das einfach nur ein Tutorial sein, wie man R2 drückt. Gedrückt hält und dann loslässt. Vielen Dank, liebes Spiel. Okay. So, wo kann man denn hier hin? Wo es ist. Das ist so. Oh mein Gott, hier gibt es zwei Durchgänge, Mann. Zwei Durchgänge und. Und ich weiß nicht, ob ich zu dem zweiten wieder zurückkommen kann. Ich hasse sowas. Entscheidungen treffen, weißt du, in Spielen. Warum sollte ich das tun wollen? Okay, das sieht. Keine Ahnung, wonach das aussieht. Ich mach das Ding hier auch kaputt. Oh, das ist eine Sackgasse, ne? Gut, dass wir das aufgemacht haben. So, hier können wir dann wieder aufstehen, falls wir sterben, ne? Ja, gut. Also, es ist einfach nur ein Save Point. Haben wir einen Save Point gefunden? Sehr gut. Mit anderen Worten, wir können hier wieder sterben, ne? Ja, wahrscheinlich. So, ich mach mal kurz die Runde hier, nur um zu sehen, ob hier irgendwas rumliegt. Oder ob wir irgendwas sehen können. Oh, guck mal. Oh, da ist die Kirche. Jetzt gehen wir tatsächlich drum herum. Hoffentlich habe ich nichts verpasst. So, hier sind wieder diese überlauten Dosenfallen. Alter. Wer baut denn sowas? Ganz ehrlich, wer baut sowas? Warum? Wofür haben die das hier gebaut? Okay. Oh ja, ich kann hier rechts rum. Sehr gut. Moment, ist das hier irgendwas? Nee, das ist eine Laterne, die ich nicht brauche. So, oh mein Gott. Wohin? Können die mich sehen? Oder hören die nur gut? Boah, Alter, ist das ein ekelhaftes Geräusch. An was erinnert mich das nochmal? Da hinten ist ja wahrscheinlich nichts mehr, ne? Kann man die von hinten angreifen? Ich will es nur mal wissen. Geht das? Das geht, glaube ich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh. Nö, ich will es doch nicht wissen. Boah, Junge, ich hab Gänsehaut. Das ist echt ein ekelhaftes Geräusch. Boah, kenne ich dieses Geräusch nochmal? The Grudge. The Grudge? So ähnlich. Oder wo war das nochmal? Das gab es, glaube ich, noch irgendwo, dieses Geräusch. Ich kann mich nicht erinnern. The Last of Us? The Last of Us? Haben die sich so angehört? Die kommen ja aber nicht hier hin, ne? So, was bist du denn? Ein kleiner Marienschrein. Du hältst all das für unsinnigen Aberglauben. Ja, schau dich mal um, Alter. Was für Aberglauben? Das sind doch echte Monster. So, wir gehen hier durch. Mit der Hand voraus. Okay, sind wir jetzt um die Kirche hier herumgelaufen? Da ist eine Sirene. Das gefällt mir absolut nicht. Ich gucke erstmal, ob es hier einen Zettel gibt oder so. Oder irgend... Oh, ist ein Save Point. Schön. Mhm, mhm. Springen konnte ich nicht, ne? Nee, ich glaube nicht. Ja, könnte ich machen. Ich muss nur herausfinden, warum. Komme ich da durch? Ja, ne? Hier. Hier komme ich doch... Nein, da komme ich nicht durch. Da komme ich nicht durch. Das sollte ich vielleicht nicht probieren. Okay, da oben habe ich nämlich schon ein paar... Kollegen gesehen. Falls ihr die nicht gesehen habt. Da oben. Da ist einer.
Und da ist einer. Wahrscheinlich muss ich die runterlocken. Und dann renne ich hier hoch und über die Brücke. Das ist jetzt mein erster Schlachtplan. Kann natürlich in die Hose gehen. Wir werden es sehen. Guck mal gerade, ob ich hier noch irgendwas finde. Hier ist die Brücke. Da komme ich nie im Leben rüber. Da komme ich nicht drüber, ohne dass sie mich bemerken, sehen, hören. Ich muss also die Sirene. Und dann hoffe ich, dass wir da einigermaßen gut rauskommen. Ich mach mal bis Ultimo, bis Ende. Die kommen ja hier lang. Irgendwie hatte ich das Gefühl, die rennen in die andere Richtung, hier runter. Warum dachte ich das? Geh schon! Oh mein Gott. Das ist echt schlimm. Oh. Und ich weiß immer noch nicht, ob die mich sehen können oder nur hören. Bah. Nee, gar kein Interesse. Gar kein Interesse an denen vorbeizurennen. Oh, hier muss ich wieder laut werden. Okay, das haben die aber nicht gehört. Die sind aber alle tot, ne? Lass mich, Spiel. Lass mich nicht hier runterfallen. Spiel. Checkpoint. Danke. Was? Ach da, okay. Ich habe gerade das Gefühl, dass wir da runter müssen. Geh weg. Wir müssen hier lang. Ich glaube, wir sind in der Kirche. Ist nur so ein Verdacht. Okay, was ist denn? Das muss auch sehr, sehr, sehr angenehm duften hier drin. So, was ist das jetzt? Notre Dame stand an der Kirche. Die Alten haben sich wohl geweigert, ihr Dorf zu verlassen und bei der Mutter Gottes Schutz gesucht. Wo ist sie gewesen? Was wird sie mit uns machen, wenn sie erfährt, was wir getan haben? Und wir? Die Front frisst sich voran und wir haben die Welt in die Hölle auf Erden verwandelt. Unsere Gebete hört nur der Teufel. Das ist also die... Was? Die Kirche von Notre Dame? Ist das so? Ist das echt so? Ich meine, ja, klar, kann sein. Warum nicht? Aber ich kenne ja die Kirche von Notre Dame, aber... Die sah irgendwie anders aus. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Warte, nicht da runter. Weh, du gehst da runter. Ich will nicht da runter. Ich wollte mich da umsehen. Oh, Junge. Ist das jetzt gut, dass der uns gerettet? Nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Was zum Henker, Mann? Was ist das? Gräben. Was ist denn hier los? Was hat das alles zu bedeuten? Warum sehen wir diese Kreaturen? Boah, Junge, diese...
Och, ist das ekelhaft. Hier geht's sogar rein. Warum habe ich keine Taschenlampe eigentlich? Es ist kackendunkel. Kackendüster. Nimm doch das Ding einfach mit. Junge, Paul. Wer heißt noch Paul, ne? Ich meine, ich bin der Meinung, wir heißen Paul. So wirklich klar war das bisher nicht, aber ist jetzt mein Verdacht. Wir sind Paul und haben keine Lampe. Und wir können natürlich diese Dinger hier nicht mitnehmen. Der feine Herr. Der will die beim Dunkeln rumstapfen. Das ist scheiße. Okay, wir hangeln uns von Licht zu Licht. Und ich hoffe, dass hier keine Jumpscares kommen. So wirkliche Jumpscares gab es nicht. Nur die Geräusche sind sehr laut. Die jumpscaren mich sehr. So, was? Okay, da müssen wir wohl durch. Und auch wieder hier die Hand voraus. Okay. Also wir sind jetzt in einem neuen Kapitel. Habe ich denn meinen... Ja, die Spitzhacke haben wir noch. Aber warum werden mir die Dokumente nicht angezeigt, die wir gefunden haben? Falls ich die nochmal lesen möchte. Oh, die Musik. Okay, ich will da nicht gegenlaufen. Also die Sounds... Sounds und Musik gefällt mir sehr gut in diesem Game bisher. Und die Synchronstimmen. Klasse. Ach, das ist dieser Graben. Zur Front. Oh, wir sind wieder in diesem Graben gelandet. Zu den Katakomben. Unterstände. Lauf in Verstecke, um dich vor Feinden zu verstecken. Oh nein. Ach, komm schon. Ernsthaft? Okay, hier geht's nicht weiter. Was war das? Der Kirchweg. Hm. Na klar. Lauf in Verstecke. Okay, wir gehen mal da rein. Ja, wir können uns hier drin verstecken. Aber sehen die dann, wenn wir hier drin sind? Wenn die uns dabei erwischen, wie wir da reingehen, meine ich. Können die das dann... Also sind die so schlau, die Gegner hier? Bisher machen die mir nicht den allerschlauesten Eindruck. Auch hier sollte ich mich ducken. Hallo, Kollege. Erkennungsmarke. Richard Michalski, Pinsk, 3.11.93. Unsere erste Marke. Na, endlich. Horchposten. Hab den Franzosen stundenlang rufen hören. Er steckte nach Beschuss im Stacheldraht fest. Sein Kamerad ist raus zu ihm und hat versucht, ihm zu helfen. Der neue Lieutenant oder Leutnant war mit Feldstecher bei uns und hat Schießbefehl gegeben. Hat den Kameraden Otto erwischt, wie er absichtlich daneben schoss. Tun doch die meisten von uns. Der Leutnant hat dem Otto gesagt, dass er beim nächsten Sturm auf den Feind als Erster raus muss. Der Franzose hat seinen Kameraden nicht aus dem Draht frei bekommen und ist zurück zu seinen Graben. Ich habe das arme Schwein im Draht noch 3 Nächte rufen hören. Wen das Niemandsland einmal hat, den gibt es nicht mehr frei. Alter, 3 Tage, 3 Nächte im Draht. Das ist schon hart. Das ist echt hart. Okay, hier ist aber noch kein Gegner zu sehen. Warum ist die Lampe defekt? Hier gibt's eh nicht viel Licht. Bitte. So, hier ist Unterstand. Ach so, ja, okay. Ich gehe trotzdem mal rein, nur um zu sehen. Vielleicht finden wir hier drin irgendwas. Ich glaube aber nicht. Lauf in Verstecke. Ja, ja, ja. Dafür muss ich aber erstmal einen Gegner sehen, ne? Und den sehe ich halt noch nicht. So, ich sollte vielleicht auch oben gucken. Ich gucke die ganze Zeit hier so ein bisschen runter. Hat der schon Haare am Sack?
Muss aufpassen, dass er sich die Stiefel nicht schmutzig macht. Okay. Hier geht's weiter, das sehe ich direkt. Warum bewegen sich diese drei Stacheldrahtstränge? Warum ist das so? Wohin gehen die? Alle Lampen sind defekt, Mann. Alle. Das wäre auch ein Spiel für VR. Wenn ich das hier mal so sehe. Das wäre optimal für VR eigentlich gedacht. Warum haben die daraus kein VR-Game gemacht? Weil es zu dunkel ist wahrscheinlich. Also, es ist nicht wirklich dunkel, aber es ist halt super neblig und das ist dasselbe. Man sieht halt nichts. Außer die flackernden Lampen. Irgendwie habe ich das Gefühl, gleich passiert hier irgendwas. Hier ist nichts. Oh, hier ist wieder so ein Feldbett. Irgendwas auf der Nase. Ein Feldbett, wo wir erwachen können. Falls wir erwischt werden. Was natürlich nicht der Fall ist. Kaiser Wilhelm Barrikade. Der gute Kaiser Wilhelm. Weißt du, da wird eine Barrikade nach ihm benannt. Und er war nie hier. Der war einfach nie hier. Wenn er wenigstens der Erste wäre, der an die Front rausläuft. Weißt du, das wäre ein Leader. Stattdessen. Nö. Du bist aber tot, ne? Ja, der ist tot. Das sieht aber... Das sieht nicht so gesund aus. Soll ich da reingehen? Okay, ich sollte da nicht reingehen. Ich teste das doch nur. Ich will euch zeigen, wie man hier an jeder möglichen Stelle sterben kann. Jeder einzelne Tod wird gezeigt hier. Nur hier auf dem Channel. Ja, das war halt dumm. Das stimmt. Ich gehe da nicht mehr hin, okay? So, wir müssen offensichtlich hier runter. Aber hier war nichts mehr, ne? Ne, hier ist nichts mehr. Ich gehe nochmal durch. Spaß. Ich wahnsinnig. Oh, meine Nase juckt. Wir gehen runter. Wir gehen runter und das wird mir sehr, sehr leid tun. Und wehtun wahrscheinlich. Was ist das? Nimm doch die Schaufel mit. Oder nutz die Spitzhacke für Kämpfe. Wo liegt das Problem, die Spitzhacke als eine Waffe zu nutzen? Das würde jeder normale Mensch tun. Okay, hier geht's nicht weiter. Es geht weiter runter. In die Dunkelheit. Was ich toll finde. Wir öffnen mal das Türchen hier. Laufen jetzt hier rum oder was? Willst du mich verarschen? Natürlich ist es zu. Hier wird etwas repariert. Leider verstehst du kaum etwas von diesen technischen Dingen. Moment mal, das ist unser Raum. Ich wusste, das habe ich irgendwo gelesen. Manchmal weiß ich nicht, ob ich träume oder wache. Ob ich hier in den Gräben bin oder zurück im Haus in Berlin. Mutter versucht, mich mit aller Kraft dorthin zurückzuholen. Aber ich will nicht zurück. Nicht zurück? Er will lieber in den Gräben vom Krieg sein, als statt zu Hause? Warum? Warum ist das so?
Morsezeichen. Halt den Code kurz an einer Stelle, um eine Zahl einzugeben. Drehe das Rad erneut, um die nächste Zahl einzugeben. Willst du mich verarschen? Ja, das... Ich weiß noch überhaupt nicht, was ich hier machen soll. Die da hinten haben sich beruhigt, hoffe ich. Sturmbefehl, die Buchstaben verschwimmen vor deinen Augen. Mit Mühe kannst du sie dennoch entziffern. An alle Stationen im Kampfgraben. Order Morgengrauen. Das haben wir schon mal gelesen. Ja, ich erinnere mich. Du erinnerst dich. Du hattest auch so einen Telegrafen. Aber das hier ist er nicht. Nein. Morsezeichen, du kennst dich schon lange auswendig. Ich nicht. Spiel, willst du mir sagen, ich soll die auswendig lernen? Tu mir das nicht an. Okay, ganz kurz. Ich schau mal, was es hier so gibt. Hier gibt's nichts. Oh, hier geht's zurück, ne? Zu den Monstren. Da will ich gar nicht hin. Gar kein Interesse. Okay, wir haben hier Morsezeichen, die wir... Das ist ein Rätsel, offensichtlich. Ich habe mit ihm gesprochen. Aber... Ich weiß nicht, ob er mich verstanden hat. Ich habe mit ihm gesprochen. Wer ist ihm? Aber ich weiß nicht, ob er mich verstanden hat. Wen meinst du, mein Freund? Wen? Sag es mir! So, hier gibt es auch nichts. Da hinten geht's nur zu den Kreaturen. Okay. Oh, hier. Die blaue Taube. Hast du den Handzettel nicht schon einmal gesehen? Doch. Doch. Habe ich. Oh. Leer. Dir scheint, als hatte ihr jemand etwas schreiben wollen. Ja? Schade. Schade, dass er es nicht geschafft hat. Das habe ich schon gelesen, ne? Nicht zurück. Ja, das habe ich schon. Okay, ich nehme mal diesen Kopfhörer. Was? Was? Ah. Okay, Moment, was? Nochmal. Okay. Soll ich mir das aufschreiben? Moment, ich schreib's mir mal auf. So, Morsezeichen. Mach mal. Drei kurze, zwei lange. Das ist drei. Nochmal. Zwei lange, drei kurze. Was ist das? Sieben. Drei sieben. Ja, war das alles? Kann das sein? Ich habe keine Ahnung. Ich probiere es mal hier an dem Ding. Siebenunddreißig. Oder ist 3 und 7 gemeint? Ich probiere es mal mit 3 und 7. Zurück, Mann! 3 und 7. Das war nicht richtig? Okay, Moment, nochmal.
Oh, zwei und dreimal lang, also zwei. Zwei und sieben war das, ne? 27? Ja, das war zwei, okay. Oh, zwei und sieben. 27 also. Habe ich mich so vertan? Ich probiere es mal mit 27. Die damit einfach nur ablenken. Ich dachte, ich muss jetzt hier mir Informationen anhören. Nein, die wollten mir einfach nur sagen, lenk die Monster ab, damit du hier durch kannst.